Ja, ein ganz kurzes Video-Update zu dem Thema Diagnose Krebs. Ich will es heute nicht lang machen. Ich will nur mal so einen kleinen Zwischenstand zeigen. Meine Operationswunden verheilen sehr schön. Ich mache mal kurz einen Schwenk. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe die Pflaster abgemacht. Jetzt sind nur noch so diese Pflaster drauf, so eine, die Wunden. Sozusagen die Schnitte, ich brauche wieder, ja, was man jetzt sieht, das sind dann eigentlich diese, ja, sind so Klammern, nennt sich das. Klammern, die eben die Schnitte dann, ja, klammern, bis die dann zusammengewachsen ist, die Haut. Wahrscheinlich könnte ich das sogar schon abmachen. Ist jetzt eine Woche her oder 8 Tage sogar. Das müsste wahrscheinlich schon gut sein, aber ich lasse sie jetzt so lange dran, bis sie abfallen. Und ich denke, dann ist gut. Also die Narben verheilen gut. Und am 21., also in 9 Tagen, bekomme ich dann meine Operationsergebnisse. Die werden wahrscheinlich schon vorliegen. Wie nennt sich das? Die Analyse der Gewebeproben, sage ich mal. Aber dann wird mich dort alles zusammengefasst werden. Für mich ist erstmal wichtig, und das ist ein gutes Gefühl, die Tumore oder das, was da drinne war. Was es nun genau ist, wird man ja mir noch sagen. Aber sind erstmal draußen. Es ist irgendwie ein ganz scheißes Gefühl, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn man weiß, man hat was im Körper, von dem man ja nicht genau weiß, was es ist. Es ist wahrscheinlich eben ein Tumor. Zumindest der eine war dunkel, wird wahrscheinlich auch bösartig sein. Und je länger der drinne ist, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass der streut. Und insofern bin ich froh, dass der Zeug draußen ist. Und nun muss ich dann abwarten, die anderen Untersuchungsergebnisse, was denn sonst noch ist. Und ja, weiter positiv denken. Auf jeden Fall keine Einschränkung. Ist natürlich abends, wenn man schläft oder sowas, das Bein übereinander schlagen und sowas, knien, dann kommt dann Druck auf die Wunden drauf. Das ist noch ein bisschen unangenehm, aber insgesamt lächerlich. Was haben andere für Operationswunden, für andere Themen? Also, wie heißt das so schön? Jammern auf niedrigem Niveau. Also wirklich nicht beklagen und eine ganz andere Krebsdiagnose, im ganz anderen Stadion sind. Ich freue mich immer über die tollen Kommentare, die er gibt, die wirklich alle sehr liebevoll sind. Und ich kriege viele Zuschriften von Leuten, die schon Metastierungen haben, die in einer anderen Stufe sind, die es auch geschafft haben oder die noch auf dem Weg sind. Und ich bin immer wieder erstaunt über den Mut, die Kraft, die diese haben, wie sie weitergeben an jemanden wie mich, der im Prinzip noch in einem Anfangsstadium ist, der noch, ich denke, noch viele Chancen hat, das auch wirklich positiv zu bestehen. Und da ist so ein Zusammenhang, muss ich sagen, zwischen den Patienten, zwischen denen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und finde ich wirklich finde ich irgendwie sehr stark. Vor allen Dingen auch die Leute, die in einer viel schwierigen Phase sind, wie viel Kraft die haben, mir Mut zuzusprechen und sagen, du wirst es schon schaffen, und aber ohne irgendwie eine Bitterkeit und sowas. Ich weiß es nicht, ich kann mir das immer schlecht natürlich vorstellen. Jemand, der schon Metastasen überall hat, den man eventuell diagnostiziert hat, deine Lebenserwartung, die ist nicht mehr so lang, bei dem schon einige Therapien mehr nicht gefruchtet haben, dann zu sagen, was jammert der Typ eigentlich rum? Ja, der hat da die Dinger und bei dem ist die Chance, dass der es überlebt, so und so hoch. Also, ja, aber es ist ein sehr schwieriges Thema. Und jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, sein eigenes Tempo, sein eigenes Denken.
Und nochmal vielen, vielen lieben Dank für all die lieben Worte. Und ich finde es wirklich erstaunlich. Ich mache ja auch, gibt ja auch kritischen Content zu politischen Themen oder es gibt auch mal negative Kommentare, weil ich mit einer Afrikanerin zusammen bin, gemischte Kinder. Diese Vorurteile gibt es und damit komme ich auch super klar. Aber bei diesem Thema Krebs habe ich noch nicht einmal etwas Negatives gehört und das finde ich wirklich erstaunlich, wenn man das hört. Abonniert den Kanal, gebt mir ein Like, folgt mir. Bis zum nächsten Mal. Ich halte euch auf dem Laufenden.